Hallo, mein Name ist Manuel von... Ja, nach dem ganzen langweiligen Blablabla, wie packe ich denn mein iMac aus, Unboxings, Zeugs, Gedönse? Wie gesagt, ich mache die Unboxings schon, aber halt nicht gerne. Naja, egal. Kommen wir jetzt zu einem wirklich wichtigen Schritt. Und zwar immer noch in der Serie, ich rüste um vom PC auf Mac. Und zwar habe ich mir ja meine Arbeitsspeicher, die seht ihr hier so wunderschön in diesen formschönen Typen vor mir liegen, ja, separat bestellt. Das heißt, ich habe sie nicht bei Apple gleich in der Grundkonfiguration bzw. bei dem Reseller, wo ich es bestellt habe, mitbestellt, sondern separat bestellt. Das ist mein erster Tipp für euch. Wenn ihr euch einen iMac kauft und umsteigen wollt vom PC auf den iMac, dann kauft euch euren Arbeitsspeicher lieber bei einem Arbeitsspeicherhändler, sage ich mal, eures Vertrauens. Zum Beispiel, was weiß ich, Amazon, Memory City, bla bla. Die sind wesentlich günstiger, und zwar um zu 300 bis 400 Euro günstiger. Und ihr bekommt auch genau die gleichen Marken Arbeitsspeicher, die wo Apple auch standardmäßig in den Geräten verbaut. Da kann man sich wirklich 300 bis 400 Euro sparen. Bei mir waren es jetzt 360 Euro. Einfach ein bisschen im Internet rumschauen, dann findet ihr auch den passenden Arbeitsspeicher im Prinzip. Ja? Wenn man die dann so günstig bestellt, sag ich mal, dann kommen die meistens hier in dieser Kunststoff-ESD-Tüte. Ja, das hat folgenden Hintergrund, da man sich hier natürlich einfach die Verpackungskosten sparen möchte, deswegen kommen die quasi hier in dieser antistatischen, kleinen ESD-geschützten Tüte. Ja. Amazon nennt es die frustfreie Verpackung, letzten Endes ist das die Großhändlerverpackung. Ja. Also es ist die Verpackung, die wo Firmen bekommen, die wo wirklich relativ viel Arbeitsspeicher einkaufen und Arbeitsspeicher weiterverkaufen. Und dann kommen die in so kleinen Tütchen. Das heißt, man spart sich jede Menge Plastik, Papp und anderen Abfall. Ich finde es geil, dann hat man hinterher den Stress nicht so. Und jetzt, bevor ich den iMac überhaupt, sage ich mal, ans Stromnetz anschließe und das erste Mal in Betrieb nehmen werde, werde ich natürlich meinen Arbeitsspeicher erstmal dementsprechend aufrüsten. Da gibt es hier eine Klappe. Ich zeige euch das aber auch dann nochmal im Detail. Da ist ein, wenn man hier den Stecker noch nicht drin hat, ist da ein Knopf drin. Und diesen Knopf, den kann man versuchen mit dem Finger rauszudrücken. Das geht wirklich schwer. Ich habe da hier so einen Olivenabschöpfer. Der hat nämlich vom Kunststoff hier oben genau das richtige Maß. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen etwas festeren, allerdings nicht scharfen Gegenstand hernehmen. Und den nehmt ihr einfach und drückt den hier unten im Prinzip. Also ihr müsst von vorne den Monitor festhalten, weil sonst rutscht der nämlich weg. Und ihr drückt einfach mit diesem Kunststoffteil hier unten in das kleine Plugin. Dann springt hier diese Kappe auf und diese Kappe könnt ihr dann gleich abnehmen. Ich schalte jetzt schnell die Kamera um und dann seht ihr das unten auch nochmal im Detail. So, jetzt im Prinzip nochmal im Detail. Ihr seht hier meinen Olivenabschöpfer. Den gehe ich jetzt da unten einmal hin, halte das Gerät von vorne fest und drücke einfach rein. Dann springt ihr, ihr habt es schon gesehen, die Klappe auf. Kann ich im Prinzip die Klappe einfach so anheben, ja, mit dem Finger einfach drunter fahren und die Klappe so öffnen. So schaut es dann aus. Ihr habt hier eine Beschreibung im Prinzip jetzt nochmal drin, wie ihr denn jetzt hier gleich diesen Bügel rauskriegt. Ja. Dafür braucht ihr im Prinzip einfach nur, hier sind zwei Pfeilchen drauf, ja, und diese zwei Pfeilchen, die müsst ihr im Prinzip einmal nach außen drücken. Also sprich, so einmal nach außen drücken und dann könnt ihr diese Brücke so rausheben. Ja? Also, ich zeig's nochmal, da sind zwei Pfeile drauf, in Pfeilrichtung mit dem Finger einfach zack und dann könnt ihr den Arbeitsspeicher aus seinem Transportbehälter ziehen. Wenn ihr den dann so rausgenommen habt, jetzt könnt ihr den Monitor bis Anschlag kippen, dann seht ihr schon, hier sind jetzt die Arbeitsspeicher drin und hier ist jetzt diese, wie gesagt, diese Einheit drin. Ja, dann geht ihr einfach her und den könnt ihr einfach rausziehen. Ja. Das ist jetzt quasi der Standardarbeitsspeicher, der wo von Apple hier so quasi verbaut worden ist. So schaut der im Prinzip aus. Hier vorne seht ihr im Prinzip auch die Speichermodule. Ich schaue jetzt mal schnell, spaßeshalber, von welchem Hersteller das ist, ob da was draufsteht. SK Hynix habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Das ist wie gesagt die Firma, die wo den aktuellen Arbeitsspeicher... Also bei meinem Modell, Apple hat da verschiedene Arbeitsspeicherhersteller mit, auf die sie zurückgreift, wo das im Prinzip herkommt. Jetzt ist es so, jetzt nehme ich quasi die zwei alten Arbeitsspeicher um. Also ich habe es mir in der kleinsten Variante bestellt. 4 GB Arbeitsspeicher, wenn ich mich recht entsinne. Ich gucke aber auch nochmal nach. Könnte natürlich auch sein, dass es 8 GB sind. Und ersetze sie jetzt durch 32 GB Arbeitsspeicher.
Das ist das höchstmögliche, was im Prinzip ersetzbar ist. Mehr wie 32 GB nimmt der iMac nicht. Ja, jetzt stecken wir das im Prinzip einfach da unten in die Schlitze. Es ist ein bisschen Fummelarbeit, weil man natürlich nicht so richtig hinkommt, wie man das dann gerne hätte. So, ich weiß aber jetzt noch nicht, ob das wirklich richtig rum war oder ob das falsch rum war. Ich kann es nochmal schnell andersrum reinstecken. Das war falsch rum. Also so rum ist schon richtig. Also, ich zeige euch das gerne auch nochmal mit der Kerbe hier. Ihr seht ja, das ist auf einer Seite kürzer. Wenn ihr im Prinzip vor dem Mac steigt, auf der rechten Seite muss die Kerbe sein. Und so kommt dann der Arbeitsspeicher da rein. Ja, das werde ich jetzt mit allen vier Arbeitsspeichern machen. Wie gesagt, das mache ich. Das ist echt... Da hat man echt Schiss, ey, dass das nicht hält, ey. Also es ist wirklich locker. Also bei mir zumindest ist das echt locker. Die sind nicht so fest drin, wie ich das jetzt gedacht hätte. Wie gesagt, das werde ich jetzt mit allen vier machen. Also quasi dann auch wieder mit der Kerbe nach da. Da kann man nicht wirklich falsch, also nicht mit Gewalt drücken, sondern schön vorsichtig drücken. Und dann rastet der auch dementsprechend ein. Nur der erste war ein bisschen locker. Allen vier Stück, das sind 32 Gig. Das sind quasi jeweils 8 GB, also 8, 16, 24, 32 mit der Seite wieder. Dann stecke ich das da oben im Prinzip wieder rein. Also man muss da ein bisschen fummeln. Das ist, wenn man das nicht so sieht, oder zumindest ich muss jetzt ein bisschen fummeln, weil ich einfach aus der Position, wo ich jetzt hier gerade da arbeite, dass ihr das wirklich schön sehen könnt, ist das ein bisschen schwerer zu stellen. Wenn ihr euch das Ding natürlich gerade vor euch stellt, kommt er natürlich wesentlich besser. So. Das gleiche nochmal mit dem nächsten. Also auch im Prinzip wieder da rein. Also es ist wirklich ein bisschen Gefiesel, aber der Mehraufwand, der lohnt sich. Zack. So, das war's auch schon. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier die 4x8 GB Arbeitsspeicher, also insgesamt 32. Jetzt nehmt ihr diesen Bügel, drückt ihn mit dem Finger ein bisschen zusammen und setzt ihn im Prinzip wieder ein. Ja? So. Jetzt ist das drin, jetzt ist das verschlossen. Jetzt können wir als nächstes hier die Klappe im Prinzip wieder aufbauen. Dafür nehmt ihr einfach die Klappe. Also wenn das, der Bügel drin ist, nehmt die Klappe, setzt die oben einmal an, unten einmal an und dann drückt ihr die einfach rein. Ja? Dann verriegelt es von selbst und damit haben wir schon mal den ersten Schritt zum Inbetriebnehmen schon mal durch. Wichtig, hebt euch die alten Arbeitsspeicher natürlich auf. Ich tue die da auch gleich wieder in diese Tüte mit rein, weil man weiß ja nie, vielleicht braucht es ja nochmal. Ne? So, also deswegen Arbeitsspeicher wieder in die Tüte packen, aufheben, weil vielleicht kann man es noch verkaufen oder sowas in der Art. Ne? Na, seid ihr auch schon ganz gespannt auf nächste Woche? Ja! Nächste Woche Samstag um 9. 9 Uhr in der Früh, wohl bemerkt, nicht abends, sondern 9 Uhr in der Früh, gibt's neues Zeug von mir, so wie jeden Samstag um 9. Auch natürlich wahrscheinlich wieder aus der Serie Ich steige vom PC auf den Mac um. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr auch gar keine Folge mehr verpasst von meiner, wie gesagt, Umstiegsserie. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und natürlich über den Zip. Daumen hoch! Freue ich mich natürlich auch sehr, 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 sehr. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut gerne mal in meinem Kanal vorbei, da gibt es noch mehr Zeug speziell zum Thema PC, Umstieg zum Mac und auch noch jede Menge anderen Technikram, meine Meinungen, Reviews, Tests, bla 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 bla. Schaut einfach vorbei, es ist viel zu viel, um das alles aufzuzählen, was es denn da so alles Schönes gibt. Einfach reinschauen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann diesmal wieder und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.